Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Dieses Video sollte erst eigentlich nur ein Testvideo, sage ich mal, werden. Wir haben uns ein neues Mikrofon gekauft und wollten eigentlich das Mikrofon erstmal zeigen, aber aus aktuellem Anlass wollten wir auch noch in diesem Video euch das neue Betriebssystem von dem Haus, aus dem Hause Mozilla vorstellen, das Firefox OS. Das ist noch, wie es hier steht, in einer relativ frühen Alpha-Version, Alpha 1. Das heißt, die meisten Sachen funktionieren noch nicht. Allerdings kann man sich schon, ich sag jetzt mal, erste Eindrücke verschaffen und sich einfach mal das angucken, was Mozilla da baut, weil steht hier auch, Mozilla will mit den anderen großen Betriebssystemen auch mal mithalten, wie Android oder iOS oder Windows Phone, was auch immer. Die Vorteile des Systems sind, dass es erstmal komplett auf HTML5 programmiert ist, das heißt, es läuft auf den meisten Geräten. Es ist mit der Gecko Engine programmiert, wenn man das jetzt was sagt. Und ja, mehr wollte ich dazu jetzt eigentlich nicht zeigen. Ihr klickt einfach, ich öffne das nochmal, hier auf den Download-Button. Und dann bekommt ihr eine ZIP-Datei. Aus dieser ZIP-Datei, die extrahiert hier, und dann bekommt ihr diese beiden Dateien hier. Hier ist jetzt alles Mögliche drin, was das Betriebssystem, sage ich jetzt mal, zum Laufen braucht. Wollen wir uns jetzt nicht näher mit beschäftigen. Deswegen schließen wir das und führen einfach unsere One-Datei aus. Das schließe ich mal, das nervt ein bisschen. Und hier seht ihr jetzt, so sieht das Betriebssystem aktuell noch aus. Das ist eine frühe Pre-Alpha. Und von hier einmal nach links den Slider ziehen. Dann kommen wir auf die Kamera. Die klappt jetzt natürlich nicht. Wie soll das auch gehen? Deswegen drücken wir die Escape-Taste und kommen dann so wieder zurück auf den Lockscreen. Jetzt ziehen wir das einfach mal nach rechts und entsperren das Handy. Handy, ja. Hier sehen wir unseren Homescreen. Es gibt ja normal bei Handys einmal ein, also bei Android zum Beispiel gibt es ein Homescreen und ein Screen, wo alle Apps aufgelistet werden. Duo heißt das, glaube ich. Und hier ist beides ineinander sozusagen kombiniert. Ihr seht hier diesen Suchenteil und ihr habt also keine, bisher habt ihr noch keine eigene Oberfläche, keine Fläche, wo ihr Widgets oder was auch immer hinzufügen könnt. Einige Apps funktionieren auch schon, wie Radio hier. Könnt ihr draufklicken, mit Escape gelangt ihr wieder zurück. Einstellungen funktionieren auch schon ganz gut. Ihr könnt auch die Sprache ändern ins Deutsche natürlich. Das macht ihr auf Sprache oder Sprache und Region. Und hier könnt ihr verschiedene Sprachen auswählen. Dann Taschenrechner oder so. Wenn ihr den Taschenrechner öffnet, ich glaube, der ist noch nicht fertig, dann stürzt das ab. We are sorry. Und dann starten wir es einfach neu. Und sind wieder hier. Ja, einige nette Sachen sind einmal die Taskleiste. Erinnert mich ein bisschen an Android, aber hier oben hat man ein Einstellungssymbol, das ich auch eigentlich recht praktisch finde. Dann aber die Nachrichten. Ich finde diese Übersicht hier gut. Erinnert mich ein bisschen an die Facebook-App für iOS. Habt ihr hier an der Seite auch so ein Viech, da klickt ihr drauf und dann könnt ihr es zur Seite ziehen. Und ich kann jetzt einmal zeigen, ich schreibe jetzt einfach mal in irgendeine willkürliche Nummer. Naja, das ist keine Nummer. Ich schreibe nämlich hier einfach die Tastatur. Könnt ihr auch schon drauf drücken. Und jetzt schreibe ich hier rein. Ich kann jetzt hier rüber schreiben oder über mein Keyboard oder Tastatur. Ich nehme jetzt die Tastatur. Wie geht's dir? Wenn ihr das schickt, so, seht ihr schon mal eine richtige. Klappt das jetzt? Hallo? Hier. Hey, wie geht's dir? Hi back, hey, wie geht's dir? Also, wenn ihr jetzt eine SMS schreibt, bekommt ihr immer das, was ihr schickt, zurück mit dem Hi back da vorne. Ist eigentlich recht lustig bisher. Sieht auch ganz nett aus. Dann habt ihr einmal das E-Mail-Programm. Hier sind jetzt Test-E-Mails drin. Könnt ihr öffnen und hier wieder zurückgehen. Hier an der Seite habt ihr auch wieder diesen Slider, damit geht ihr hier zur Seite. Und ja, hier über drüben erstellt ihr eine neue Mail. Und dann haben wir auch noch die Tests hier. Das heißt, ihr könnt damit hier einfach testen. Keyboard-Test, ihr könnt hier, das hier wird die Tastatur getestet. Was ihr jetzt auch immer macht. Ich glaube, es werden Kontakte erstellt. Fake-Kontakte natürlich. Ich denke mal, das wird er jetzt gerade machen. Ich warte jetzt einfach mal, bis er fertig ist. Ich hoffe, das klappt jetzt. Und er stürzt nicht ab.
Aber das sieht ganz gut aus. So. Komm, jetzt mach inne. Schön, erzählst du. Jetzt hält er genau bei 492 an. Ich hätte einfach mal auf zurück. Und Kontakte kann ich dir jetzt öffnen. Habe ich auch noch nicht ausprobiert, muss ich sagen. Da ist Kontakte. Ja, jetzt haben wir hier unsere ganzen Fake-Kontakte. Dann gibt es hier auch noch. Was gibt es hier noch? Fenster öffnen. Jetzt sehen wir hier ein Fenster. Und. Set Capture Test, alles Mögliche halt. Was haben wir hier noch? Auch bisher funktioniert. Sorry. Also Aufgaben haben wir ja auch noch. Das funktioniert auch schon ganz nett. Ich habe jetzt hier einfach mal was erstellt. Cooking for the Family. Und bei Cookbook. Kaufe ein Kochbuch. Und also könnt ihr Erinnerungen mitmachen. Hier könnt ihr eine neue Erinnerung erstellen. Ja, dann haben wir hier einen Firefox-Browser. Der klappt allerdings noch nicht. Telefon. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Könnt ihr was. Ja. Also hat jetzt auch noch keine Funktion, ist ja klar. Die Spiele klappen noch nicht so ganz. Die sind in. Also ihr könnt euch vorstellen, Cutsy Rope und sowas wird quer gespielt. Also müsste das alles einmal gedreht werden, der Kasten hier. Das geht jetzt allerdings im Emulator nicht so richtig gut und deswegen geht das auch noch nicht. Ja. Klappt die Uhr. Das will ich auch mal ausprobieren. Ja, hier, also hier haben wir eine Uhr. 12:52 Uhr, also ist jetzt nach englischer Zeit. Aber die Zeitzone stimmt auch schon alles. Also, ihr seht noch nicht vieles funktioniert, aber man kann sich einen ersten Eindruck verschaffen des Betriebssystems. Und das ist auch eigentlich der Sinn, weil es ist ja noch eine Alpha-Version. Habe ich was vergessen? Ach ja, wenn ihr euch das installieren wollt, braucht ihr auf jeden Fall C++. Müsst ihr vorinstalliert haben, sonst funktioniert der Code nicht. Also der wird ja da, der läuft darauf auf C++ und das müsst ihr euch vorher installieren. Aber standardmäßig hat man das eigentlich installiert, wenn man irgendein Spiel runterlädt und so weiter und so weiter. Die Links für den Emulator kommen in die Beschreibung und es gibt auch schon wie hieß das? Also es gibt von einer Seite, die steht hier unten auch, XDR Developers stellt für Leute, die einen Samsung Galaxy S2 haben, eine Pre-Alpha fürs Smartphone bereit. Das heißt, ihr könnt es auf eurem Smartphone ausprobieren, allerdings raten wir nicht dazu, weil wenn irgendwelche Schäden am Gerät entstehen, was eigentlich relativ wahrscheinlich ist dabei, dann habt ihr euer Gerät zum Briefbeschwerer gemacht, sage ich mal, und könnt damit nicht mehr viel anfangen. Also ja, würde ich es am liebsten eigentlich lassen. Okay, also dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Abonniert uns und kommentiert uns und wir freuen uns über Kommentare, Verbesserungen, Kritik und so weiter und so weiter. Also bis zum nächsten Mal.